Der Streik bei uns ist richtig gut angenommen worden. Anfangs dachte ich erst, das könnte schiefgehen, doch es wurde von Tag zu Tag besser. Wir haben jetzt fast 2 Wochen gestreikt. Wir haben es geschafft, durch unseren Streik das Sozialplanvolumen um 8 Millionen € zu erhöhen. Wir haben es geschafft, eine Transfergesellschaft dem Arbeitgeber aus den Rippen zu leiern. Wir haben versucht, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das haben wir leider nicht geschafft. Also wir haben 286 Arbeitsplätze verloren. Aber der Kampf hat sich trotzdem gelohnt. Er war trotzdem erfolgreich. Wir konnten die Abfindungen und alles nach oben tragen. Es war Emotion pur, dass man mit viel Kampf doch noch was erreichen kann, dass man mit geradem Rücken rausgehen kann. Wir waren richtig, richtig gut. Weil wir wussten ja eigentlich, dass es rum ist, aber wir haben den noch mal in den Arsch getreten. Es hat ja auch gezeigt, dass wir mit Zusammenhalt noch viel Geld rausholen konnten für uns. Kann ich nur jedem weitergeben. Kämpft, steht zusammen, gebt Gas. Und es hat sich bewahrheitet. Wir haben alle zusammengehalten. Wir gehen mit einem erhobenen Haupt raus und haben ein gutes Ergebnis erzielt, meiner Meinung nach. Für mich besonders war es wichtig, dass wir 12 Monate in die Transfergesellschaft gehen. In der Transfergesellschaft werden die Kollegen reinwechseln. Sie bekommen ein Kurzarbeitergeld, was vom Arbeitgeber aufgestockt wird, auf 80% ihres Nettos. Und so sind wir doch sehr optimistisch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Anschlussbeschäftigung finden werden. Ja, hinter mir läuft gerade die Urabstimmung. Ich rechne mit einer breiten Zustimmung. Schließlich haben wir dem Arbeitgeber gezeigt, wozu eine hochorganisierte Belegschaft in der Lage ist. Wir räumen das Feld nicht kampflos. Die Belegschaft lässt sich nicht wegschieben. Und das sollte auch ein Zeichen sein an Putzmeister, an die anderen Unternehmen. 94,4% haben sich für die Annahme des Verhandlungsergebnisses ausgesprochen. Dieses soziale Auffangnetz haben sich die Kolleginnen und Kollegen nur durch den Streik erkämpft. Ja, daher hoffe ich, dass wir jetzt in Aich viele IG Metall-Mitglieder dazu gewinnen, dass wir uns wehren können gegen eine Arbeitgeberentscheidung, die vielleicht in Aichtal irgendwann auch so getroffen wird. Organisiert euch, seid stark, so wie wir das auch gemacht haben, um das Werk zu erhalten, um Putzmeister zu erhalten, um gut dazustehen. Nur im Kollektiv erreicht man was und es hat sich auf jeden Fall gelohnt und kann ich nur jedem so weiterempfehlen.